Hallo, ich bin's nochmal aus dem Off, der Nils. Ja, ich wollte nur mal vorher vor dem Kampf sagen, es tut mir leid, dass ich nicht irgendwie in diesem Video irgendwie großes Editing habe oder ein Intro. Ich habe es einfach diese Woche nicht geschafft. Ich habe es diese Woche nicht geschafft. Es war erstens viel Stress und zweitens hatte ich von Mittwoch bis Freitag geschwollene Augen. Und ja, da war es einfach nicht möglich, da irgendwas hinzuzaubern. Das tut mir sehr leid, aber dafür wird nächste Woche reingehasselt. Das verspreche ich euch. Und deshalb würde ich sagen, viel Spaß beim Kampf und wir sehen uns ja nächste Woche mit einem sehr, sehr geilen Intro. Und da würde ich sagen, viel Spaß euch beim Kampf. Merhaba, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu einem neuen Kampf gegen Kentakio. Wir haben unser Team. Wir haben in der Team-Preview oder im Team-Building gesehen, was wir mithaben. Wird sehr spannend. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Hier ist der beste Lead wahrscheinlich. Ich würde fast sagen Slowbro. Könnt ihr mit Tornadus leaden? Könnt ihr mit... Der wird hier nicht mit Megavino leaden. Könnt mit Seismitoad leaden. Ich würde sagen, wir gehen einfach in Slowbro rein. Er hat auch kein Switch in Future Sight. Wir leaden mit Slowbro, würde ich sagen. Oder mit Beedrill. Aber ich glaube, wir sehen uns hier eher bei Slowbro. Deswegen gehen wir in Slowbro. Okay. Er leadet mit dem da. Alles klar, wir drücken hier gleich die Future Sight. Und danach drücken wir den Teleport. Sollten wir getoxikt werden, ist okay. Das machen wir so. Wir drücken hier die Future Sight, gehen dann auf Teleport. Wenn er rausgeht, ist super. Gut, gut, gut. So, er geht auf Toxic. War zu predicten. Wir gehen hier auf die Future Side und gehen jetzt hier erstmal direkt in den Teleport. Und er drückt hier den Knockoff. Kriegt Rocky Helmet. Wir drücken Teleport. Könnten hier direkt in Mustafa Sheriff gehen. Könnten auch direkt in Hexorus gehen. Wären alles Möglichkeiten, meine Freunde. Wären alles Möglichkeiten. Könnten auch direkt in Chandelure gehen. Direkt Energy Ballen. Wollen wir das mal machen? Why not though? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Chandelure. Drücken hier den Energy Ball. Wäre das ein Play? Wäre das ein Play? Ich weiß es nicht. Wir könnten hier auch einfach in Beedrill gehen. Ich glaube, wir gehen hier einfach in Chandelure. So, und da muss ich mal ganz schnell eine Runde kalken, meine Freunde. Pokémon Calculator. Ich muss hier ganz kurz mein Team. Ich bin sehr vorbereitet, meine Freunde. Sehr, sehr vorbereitet. Und ja, wir gehen hier auf Chandelure. Mustafa Sheriff gegen Seismitoad. Und Energy Ball macht guten Schaden. Ich glaube, wir drücken noch einfach drauf. Ja. Und das killt. Und der ist raus. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und es kommt Zygarde. Es kommt Zygarde. Da gehen wir in Gem Yildirim. Er geht auf Sub. Alles klar. Er geht auf Sub. Wir gehen auf den Eis. So. In was könnte er gehen? Er könnte in Vino gehen. Wir drücken auf IQ. Oder in dem. Der kriegt sehr, sehr guten Schaden. 39%. Okay. Katana. Was ist das für ein Set? Choice Scarf. Kartana gegen Hippowdon. Gen Yldren. Der ist auf jeden Fall. Hab ich Smooth Rock drauf? Fuck. Ich wollte den Soft Sand. Ich wollte den haben. Alter, ich bin so dumm. Okay, aber trotzdem ist der halt nicht offensiv.
Der ist nahezu physisch defensiv. Nice to know. Trotz dessen müssen wir jetzt hier in Mandy Boss gehen. Er hat auf einmal Toxic. Was ist mit ihm? Okay. Er wird hier rausgehen. Gehen wir darauf in Chandelure. Wir haben Play. Gehen wir in Beedrill. Wir haben Play. Ich würde sagen, wir gehen in Hippowdon. Ja, wir gehen in Chandelure. Was will er uns machen, ist die Frage. Ne? Was will er uns machen? Wir könnten Foul playen. Aber hier wird wahrscheinlich Togekiss reinkommen. Ich gehe mal hier auf den Double Switch. Sehr, sehr nice. Wir gehen den Musa für Sheriff. Und gehen auf Overheat. Ja, wir gehen auf Overheat. Er ist Scarf, okay. Fuck! Ist der Scarf? Musafir gegen Togekiss. Der ist Specs. Nein, der hat noch hier keinen Westen. Aber so oder so, entweder hat er Max Roll bekommen oder er ist Specs. Nee, auch das macht keinen Sinn. Der ist kein Specs. Der hat einen Max Roll bekommen. Oder er ist Modest Scarf. Das kann auch sein. Wir verlieren ab dem Standpunkt einfach gegen den. Wir gehen hier nochmal auf Overheat. Ja, verlieren wir. Verlieren wir leider. Ich habe auch hier die Fähigkeit verkackt. Was ist das? Rivalry. Oh. Reden wir nicht drüber. Wir gehen auf Stone Edge. Er geht auf Airslash. Mann, das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Voila. Komm jetzt, gönn doch. Was soll das? Der Flinch war super nervig. Und das ist auch super nervig. Der Edgemiss. Wallah, ich brauch den Chip. Air Slash, 40%. Können wir mal kurz gucken. Die Powder. Jam Yildirim. Das kommt aber nicht hin. Doch, der ist dann wahrscheinlich Choice Scarf Modest, nicht wahr? Choice Scarf Modest. Ja, das kommt hin. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Beedrill. Ne, wir gehen auf... Wir müssen auf Beedrill. Wir müssen. Und das ist das, was ich sehen wollte. Jetzt gucken wir, was er macht. Rocky. Psycho Card. Okay, okay. Ich kann euch nicht sagen, ob wir das noch gewinnen können.
Okay, er geht in da rein. VP, guter Schau. Wir gehen auf Brave Bird. Wir müssen jetzt alles anschicken. Der ist Speedy. Wir gehen weiter, Brave Bird. Das ist so scheiße. Der Miss und der Flinch, die waren super mattend. Die waren super mattend. Der geht jetzt in Mega. Wir drücken Brave Bird. Machen 50%. Gehen auf Vespa Orientalis. Wird der Second? Kann sein. Sicher ist sicher Jute. Ja. Wir gehen jetzt auf Jäger Binecke. Und drücken Sub. Ja. Er gönnt mich. Okay, der ist weg. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Zwei Kills wenigstens, das ist sehr nice. Jetzt wird wahrscheinlich Togekiss reinkommen. Alles andere macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Genau. Wir drücken auf Poison Jab, weil wir brauchen Jäger Binegar nicht mehr. Wir brauchen die Kabine gar nicht mehr. Den können wir jetzt hier einfach sacken. Wenn er Mordes ist, kann er schneller sein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wir sind halt auch nicht Full Speed. Wird wahrscheinlich. Ja, der ist okay. Also dann gehen wir jetzt wieder in den. Und drücken Earthquake, weil wir denken, der Golem Man kommt rein. Und da drücken wir Stone Age. Wie viel macht das? Gegen Venusaur. Ich will mal kurz gucken. Venusaur in der Mega. Gegen einen Mandy Boss. Kater Nurma. Okay. Der ist Speedy. Der ist definitiv speedy, der müsste Stone Age gehen. Wir gehen auf Stone Age. So, ein Kill haben wir. Und dann drücken wir nur noch Eis. Okay, der geht in den. Brauchen wir nicht mehr. Wir drücken Boys. Okay, er geht auf Sesengling. Wir drücken Eis. Der trifft wenigstens safe. Der trifft wenigstens safe. Er geht auf Long. Okay. Nice. Kein Freeze.
Gehen wir auf Orhan Pamuk? Wir gehen, glaube ich, auf Orhan Pamuk, oder? Ich will kein Toxic fressen. Wir gehen auf Orhan Pamuk. Geht er auf... Er geht 1000 Euros, okay. Kein Problem. Wir drücken jetzt Future Side. Ich habe kein Problem damit. Wir haben Future Side offen. Und Scald. Wir teleporten jetzt. Wir drücken jetzt Eis. Sehr okay. Okay. Der ist weg. Ist jetzt eine 50-50. Er könnte Nasty plotten. Das wäre nicht so geil. So. Hippowder. Jamil Diren. Gegen Tornadus. Wollen wir hier auf eine Stone Edge gehen? Hurricane könnte killen und dann könnte auch Dazzling gehen. Ich glaube, wir müssen hier auf Slope. Wenn er jetzt Nasty plottet, ist GG. Und wenn jetzt Hurricane ist, auch GG. Und es wäre auch kein Problem. Wir müssen hier auf Stone Edge gehen. Grass not. Okay, ja. Das ist verloren. Das ist verloren. Schade. Schade. Was soll ich sagen? Er hat viel gemattert, leider. Hat viel gemerkt, hat Stone Edge Miss. Das hätte gegen Togekiss. Lass mich kurz gucken. Das hätte gegen offensives Togekiss. Das hätte gegen Togekiss. Ohne KP und Death Investment. 62 bis 85 gemacht. Mit Overheat hätte gekillt. Das ist leider sehr, sehr unlucky. Voila, GG. Leider sehr hexlastig. Bruder. So, ich frage ihn nochmal, ob wir Voice wollen. Voice. Und dann, ja, leider verloren. Leider sehr, sehr unlucky. Wir hätten das auf jeden Fall wahrscheinlich gewonnen, meiner Meinung nach. War leider nicht unser Tag, aber was soll man machen? Ja, wir sehen uns dann später wieder. Wie gesagt, wir hätten das sehr wahrscheinlich gewonnen. Aber was soll man machen? Nee, was soll man machen? Leider sehr doof, aber hey. Wir hätten vielleicht doch dann auf das Pokémon, auf das sich Genesi plottet hat, hätten wir wahrscheinlich in mit Bieber SD'n können. Ich glaube, SD hätte gekillt. Mit dem Bieber. Wenn mich nicht alles täuscht. Beedrill hätte wahrscheinlich dann auf plus 2 gekillt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Lass mich mal kurz gucken. Cortana. Gehen wir mal von Full Fist Def aus. Auf plus 2. Er war bei 61%. Wie viel macht Jutta? 68 bis 81, okay. Hätten wir gekillt. Naja, schade. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht gegen wen, aber wir werden unser Bestes versuchen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.